NDR2 Fanshow nach dieser Partie THW Kiel gegen den VfL Gummersbach. Der THW gewinnt 33-27. Bester Torschütze auf Seiten unserer Gäste war Raul Santos mit 9 Treffern. Schön, dass du da bist. Ihr habt sehr, sehr schwungvoll begonnen und dann stark nachgelassen, kann man nicht sagen. Aber dann war der THW dann auf einmal doch eine Spur stärker. Woran hat es deiner Meinung nach gelegen, dass ihr das Ding im Endeffekt nicht nach Hause bringen konntet? Hallo erstmal. Ja, also wie du sagst, wir haben eigentlich relativ gut begonnen, haben spielerisch, waren wir da, hatten auch die Chance, aber leider nicht genutzt. Und natürlich wird das vom THW leider bestraft und das haben wir versucht zu vermeiden, ging aber nicht, deswegen auch dieser Einbruch eben und hat leider nicht gereicht. Ihr seid eine der jüngsten Mannschaften in der Liga mit einem Altersschnitt von 25. Wie würdest du diesen Wiederaufbruch des VfL Gummersbach beschreiben? Wie siehst du es selber? Wie ist die Stimmung in der Mannschaft bei euch? Ja, sehr gut. Also wie du sagst, wir haben sehr viele junge Spieler, die natürlich mit sehr hohem Engagement trainieren und wollen. Und Potenzial ist auf jeden Fall da nach oben. Das versuchen wir soweit einfach nach oben zu pushen. Natürlich ist es nicht einfach, man muss auch bei jungen Spielern Fehler tolerieren, aber ich denke, das haben wir bis jetzt ganz gut gemacht und wir können nur daran weiterarbeiten. Dann wünschen wir euch viel Erfolg für den restlichen Verlauf der Saison. Vielen Dank, Raul Santos. Und ich freue mich, dass unser Spieler mit der Nummer 13 bei mir ist und das ist natürlich Steffen. So ist es. Einer unserer erfolgreichsten Torschützen heute, 8 Treffer, genauso wie Johan Canelas. Steffen, woran hat es dann deiner Meinung nach gelegen, dass ihr euch im ersten Durchgang doch ein bisschen schwer getan habt gegen Gummersbach? Ja, ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut reingekommen sind, aber ich glaube, Lütti hat ein gutes Spiel gemacht auf der anderen Seite. Wir haben zu viele freie Chancen vergeben in der ersten Halbzeit und haben Glück gehabt, dass Johan bei uns hinten auch ein paar wichtige Bälle gehalten hat. Und dann hat uns zum Glück die Halle irgendwie wieder ein bisschen rangebracht, sodass wir dann trotzdem mit einer Führung in die Halbzeit gegangen sind. Und dann haben wir uns vorgenommen, für die zweite Halbzeit die Fehler abzustellen und dann vor allem die freien Bälle reinzumachen. Und das ist uns dann besser gelungen und dann konnten wir da auch ein bisschen Vorsprung rausspielen. Was fand denn statt in der Halbzeitpause in der Kabine? Wie heftig war die Ansprache? Ich glaube, so heftig war das auch nicht. Es ist ja auch nicht so, dass wir alles falsch gemacht hätten in der ersten Halbzeit. Ich glaube, es lag wirklich hauptsächlich an der Chancenverwertung. Und ja, wenn wir das besser machen und in unserer Abwehr konsequent weiterspielen, haben wir auch gewusst, dass wir das Spiel letztendlich auch gewinnen werden. Ihr habt ja ein unglaubliches Programm abgerissen in den letzten Tagen. Es geht jetzt noch weiter. In 3 Tagen dann am Mittwoch schon wieder die nächste Partie in der Champions League auswärts gegen La Rioja. Was ist dein Eindruck, wie die Mannschaft dieses unglaubliche Pensum wegsteckt? Ja, natürlich ist es anstrengend, immer alle 3 Tage zu spielen und ich hoffe, dass jetzt Aaron im nächsten Spiel wieder spielen kann und dann haben wir auch Philipp bald wieder dabei und dann ist es doch so, dass wir einen breiten Kader haben und wenn wir das dann auf alle Schultern gut verteilen, dann bin ich mir sicher, dass wir auch die restlichen Spiele in dem Jahr noch sehr erfolgreich gestalten können. Da sind wir uns auch sicher. Wünschen viel Erfolg. Vielen Dank an Steffen Weinhold. Danke.